Freut mich, dass ich heuer mit dir fahren kann. Wie bist du jetzt eigentlich zur Super Carpata gekommen? Ich bin zur Super Carpata gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ah. Wir sind beim Heurigen gesessen. Der Georg hat mir gesagt, er fährt die Super Carpata. Sag ich, was ist das überhaupt? Nein? Na, Offroad fahren. Nein? Ah. Sag ich, ja. Sagt er braucht unbedingt einen Beifahrer, er hat keinen Beifahrer. Nein? Nach dem dritten oder vierten Spritzer hat er einen Beifahrer gehabt. So bin ich jetzt Super Carpata gekommen. Alkohol ist böse, ja, ja. Ich bin ja mehr oder weniger genötigt worden von Alfred, da mitzufahren. Wie ist denn das bei dir gewesen? Bei mir war es eigentlich so, durch die SK, ja, nachdem sie 2012, also mein 2012er Team sie zerlegt hat, habe ich gesagt, okay, wir machen ein neues Team. Im Endeffekt war das also, ja, so ein ziemlich glücklicher Zufall, dass wir mit Alfred zusammengekommen bin. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit lang. Und das passt ja, soweit ich das bis jetzt mitgekriegt habe. Und wir haben alle das gleiche Interesse. Wir wollen einfach einmal, wir wollen die Trophäe fahren. Sag einmal, Didi, wie bist denn du da eigentlich dazu gekommen? Eigentlich wollte ich heuer gar nicht mitfahren. Das war gar nicht so geplant. Aber nachdem der Alfred zu seinem 60. Geburtstag so verseucht ist mit diesem Super-Carpata-Virus und nicht heilbar natürlich, und er vernünftig durch die Carpata gesteuert werden will, hat er mich eben gebeten, ob ich das nicht für ihn übernehmen könnte. Navigieren kann nur schief gehen. Naja, passt, aber anders. Wie bist du gecastet worden? Na, pass auf, ich wollte eigentlich eh schon mal länger mitfahren. Das hat aber irgendwie nicht ganz geklappt. Und der Alex schreibt einfach in das Forum rein. Naja, und er sucht eigentlich nur einen Beifahrer, weil irgendwie, ja, fehlt ihm einer. Naja, ich nix blöd. Schreib natürlich zurück am Forum. Ja, passt, können wir machen. Nicht? Und drei Tage später haben wir dann ein Auto gekauft und bin die nächste Carpata schon selbst gefahren als Fahrer. Na super, jetzt weiß ich, warum du in Pension gegangen bist. Du hast keine Zeit mehr zu arbeiten. Richtig. Mir gefällt die Super Carpata. Nachdem ich schon über 60 Jahre bin, muss ich sagen, ich habe noch nie so ein super Hobby gehabt. Welche Ziele sind so angepeilt? Also im Vorjahr war es ein bisschen anders. Da war das Ziel Nummer 1 überhaupt, um Rumänien zu erreichen mit meinem Auto. Dieses Jahr wollen wir einfach einmal vernünftig im Gelände fahren, mit einem vernünftigen Auto. Das funktioniert. Ein bisschen den Umständen besser angepasst ist oder den Notwendigkeiten. Orakel mal ein bisschen. Was willst du anpeilen? Ich sage mal so, realistisch, wenn man sich das Starterfeld dieses Jahr anschaut und überlegt, wie viele von den Alten sind dabei, wie viele Neue sind dabei und dann überlegt, dass wir 2x5 Bewerbstage haben, wenn man so will und nicht wie sonst nur 1x5 Bewerbstage und dass doch einige Teams umdenken müssen, dann sehe ich unsere Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, sodass wir irgendwo so unter 15er Platzierung hinkriegen müssten. Du passt nicht dazu. Schau, der Alfred 60, der Alex 50, ich 50, du 33. Ich meine, das kannst du jetzt nicht mehr mit Gewicht gut machen, weil von Alter her, oder du bist unser Krankenpfleger, falls uns krank wird. Roland, warst du eigentlich schon mal in Rumänien? Nicht seitdem ich auf der Welt bin. Nicht seitdem du auf der Welt bist. Also vorher warst du mal irgendwann mit Papa unten. Mehr oder weniger. Der Vater ist ja unten geboren, in einer Knetteln. Und der ist aber mit 6 Jahren aufgekommen nach Österreich. Ja. Aber wie bist du auf die Carpata gekommen? Naja, einerseits wollte ich schon immer mit den Carpaten irgendwas machen, anschauen oder mit dem Auto durchfahren. Ja, Trophy fahren hat mich auch schon immer interessiert. Und da war natürlich der Alex ein gefundenes Fressen. Dass wir uns heute hier treffen, in der Zusammenstellung, hat ja auch einen Grund. Ja, ja. Ja, der Grund ist ja schnell erklärt. Schau, wir sind alle Trophy geschädigt. Wir sind mehrmals mitgefahren, ab und zu glücklich, ab und zu nicht so glücklich. Das ist jetzt so eine Team-Finding-Geschichte. Ja. Mit Alfred bin ich auch noch nie wirklich zusammengefahren. Wir sitzen einmal nebeneinander, wir müssen einmal reden, wie läuft das ab, wie fahren wir, wie können wir miteinander reden, wie tun wir beim Winchen, wie stellen wir uns an, bei euch genau dasselbe. Heute werden wir dann noch besprechen, wer was mitnimmt, wer welche Aufgaben hat. Ja, wir brauchen nicht 3 Motorsägen und kein Benzin, sondern das werden wir uns alles genau ausbaldowern, wie wir das machen können. Lass uns das heute mal durchbesprechen, ein bisschen um und um experimentieren.
schauen, wie das so funktioniert, wenn wir uns auf dem Hügel hinaufwünschen, dass wir mal so diese einfachen Handgriffe durchexerzieren. Dann kann man sagen, okay, das ist super, so können wir das machen. Oder nein, das gefällt mir nicht, ich würde es lieber so haben. Dann sind wir nachher in Rumänien, in den Karpaten, wenn wir sowieso auf 180 sind, ruhig und besonnen und brauchen uns dann nicht die Köpfe einschlagen. Das ist die Herausforderung, ja? Nach der Superkarpata noch mit dem Kollegen reden zu können. Befreundet muss man dann einfach bleiben, weil es ist halt einfach eine Herausforderung.